Das ist der Boss. Im eisernen Mantel. Ah. Ich pumpe die seidenen Hanteln. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde. Zu Let's Play The Callisto Protocol, a.k.a. der Kollega-Simulator 2022, Freunde. Ja, anders kann man das nicht sagen. Der Überboss hat es tatsächlich in ein Videospiel geschafft, liebe Freunde, aber das sieht dem Boss ja ähnlich wie unser Protagonist. Freunde, ich freue mich ganz sehr auf dieses Let's Play. Ich habe auf dieses Spiel gewartet. Es wird brutal, es wird hart, aber so kennt man den Boss. Und ich will gar nicht lange schnacken. Ich bin sehr gespannt, Freunde. Das Spiel soll Souls-like sein. Tatsächlich, wir werden es auf normal spielen, wobei normal, der normale Schwierigkeitsgrad ist hier wie in anderen Spielen auf hart. Ich lasse mich überraschen, mal gucken, wie weit wir kommen, also wie weit der Boss kommt. Spiel ist heute erschienen, am 2. Dezember. Checkt gerne die Beschreibung aus, falls ihr selber Bock drauf habt, alles unten verlinkt. Und jetzt will ich aber gar nicht mehr lange schnacken. Lass knacken, der Boss ist am Start. Neue Erfahrung. Ich mache mir hier vielleicht noch ein Nervengetränk auf. Ah, ja, Junge. Oh. Das wird wild, Freunde. Neue Erfahrung. Mittelsicherheitstrakt. Mhm. Der Boss ist am Ausbrechen. Ja. Machen wir. Ich glaube, die Einstellungen passen so. Wünscht mir Glück, liebe Freunde. Let's go. Control, nehmen Kurs auf Europa Station. Sagst du was oder spielst du den ganzen Tag mit diesem Scheißding? Ich wollte es sehen. Das ist unser letzter Flug, Max. Und wir haben das besprochen. Was willst du denn von mir hören? Wie wär's mit Danke? Denn nach diesem Job haben wir endgültig ausgesorgt. Du hast ja voll den Plan. So sieht's aus. Komm schon, Mann, was soll das? Hin und her, Callisto nach Europa, die ganzen Sicherheitsmaßnahmen. Es ist ein Gefängnismond, Max. Die nehmen ihre Sicherheit wichtig. Und was ist mit den Anschlägen? Wie erklärst du dir die? Die vom Autoway? Die greifen schon seit 6 Monaten Ziel im ganzen Sektor an. Haben einen gelben Alarm im Frachtraum. Ist bestimmt nicht. Wir sollten trotzdem nachsehen. Mach dir nicht so viele Sorgen, ja? Bring dich noch um. Die
Steuerbord und Backbordsensoren zeigen beide Fehlermeldungen. Geh das mal prüfen. Fracht. So, Freunde. Und es geht los. Unterwegs mit dem Boss. Untersuche die Spezialfracht. Mach ich. Warte doch mal. Warte mal, bevor wir hier irgendwas machen. Ey, Freunde, das ist, was soll ich sagen? Das ist dem Boss wie aus dem Gesicht geschnitten. Wie Nasenhaare. Ich füge hier mal ganz kurz ein Bild ein, damit er für die Leute, die nicht wissen, wie Kollege aussieht. Da hat doch der Boss Modell gestanden. Ja, wie für seine Bronzefigur. Das ist doch, Freunde, ist erschreckend. So, wir haben hier ein paar Türen, wo wir rein können. Ich habe das schon mal angetestet, wegen Aufnahmetesten und so. Was ist denn das hier? Alter, merkt man, dass ich angespannt bin? Bin gar nicht angespannt. So, wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir machen mal hier, wir gehen mal als erstes rein. So. Container öffnen mit E. Alles klar. Das Ding mit E nehmen. Machen wir hier alles mit E? Dann wird's ja easy. So, neue automatische Aufnahme. Eigentlich wird jetzt noch ein Tutorial angezeigt, wie wir ins Inventar kommen, aber das ist wahrscheinlich, weil ich es schon angespielt habe, wird das jetzt nicht gezeigt. So, mit Tab kommen wir ins Inventar. Dann switchen wir rüber zu den Aufnahmen und hören uns mal an, was der Kollege hier zu sagen hat. Persönliches Logbuch. Wir haben am Callisto-Hangar angedockt. Wir sitzen in unserem Quartier fest, während die Fracht verladen wird. Max nervt mich wegen dieser Europafahrten. Wir haben solche Aufträge öfter erledigt. Weiß nicht, warum er sich jetzt plötzlich daran stört. Ich meine, es ist doch nur ein Job. Einfach den Kopf runter und die Fresse halten. Alles klar. Jupiter. Nice. Hübsch. Alles klar, Mama, guck mal. Warte doch mal bitte. Haben wir hier noch was? Nee, das ist von den Kollegen. Hier die Lounge. Die sind wahrscheinlich hier im Alpha-Hauptquartier. Cyber-Toilette ist am Start. Hat die einen Abfluss? Ja, wahrscheinlich geht das dann auf und wird ins All geschossen. Die Raketen. Was haben wir denn hier? Komm schon, Max. So packt man die doch nicht. Mit E hinüberspringen. Wir machen alles mit E, Freunde. Es ist interessant, aber... ja, okay, ich komme zurück. Kannst du auch rennen? Mit E wahrscheinlich, wa? Nee. Geht noch nicht. Ach so, hier geht's gar nicht runter. Okay, alles klar. Da liegt nix, wie es aussieht. Okay, rein da. Rein in die Masse, Freunde. Das lohnt sich. Danger? Sollte den Rest des Schiffs prüfen. Ist wohl die Herstellerfirma? Danger, danger. Lange, lange Flure in Videospielen, in Horrorspielen, ja. Ganz gefährliche Nummer. Oh, ja. Das sieht dem Boss auch ähnlich, so eine Wortwahl. Sollte auf der anderen Seite. Ihr merkt, Freunde, es gibt Parallelen. Ich
Ich bin mir ziemlich sicher, der Boss hat hier seine Finger im Spiel. Wie bei Mikado. Aber was? Hülle? Ich guck nochmal schnell hier. Hier wird nischt. Da liegt auch nichts. Zack, Junge. Und rüber. Oh, hart am Leggen, Freunde. Also, mit der GPU bin ich bei 50%, wenn ich da jetzt mal kurz hochgucke. Also, ich weiß nicht, warum das hier am Leggen ist. Und die CPU noch viel weniger. Das klar. Oh, oh. Was ist denn hier los? Max, es gibt Probleme. Ja. Wir wurden geentert. Errungenschaft freigeschalten. Der Outer Way. Dann bewegt deinen Arsch wieder hier rauf, aber Vorsicht, die könnten überall sein. Gehe zurück ins Cockpit. Oh, 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 oh. Wieder hart am Leggen. Was ist denn hier los, Freunde? Ich guck mal kurz. Okay, hier ist nix. So, machen wir mal schnell, dass wir wieder zurückkommen hier. Ducken mit Control, alles klar. Versuch im Frachtraum. Es muss hier irgendwo sein. Das sind wohl die Jungs und Mädels vom Outer Way. Das Dämpfungsfeld ist noch aktiv. Nicht mehr lange. Soll ich das wissen? Siehst du was? Noch nicht. Uns läuft die Zeit davon. Oh, jetzt können wir sprinten, Freunde. Schnell! Da ist... Halt ihn auf! Sie gehen in Richtung Brücke. Lass mich rein! Was wirst du machen? Was immer nötig ist. Voice Acting on top. Was machst du da? Scheiße. Halte durch. Ich bin gleich da. Ja, Eieieiei. Schnell zum Cockpit. Komm hier hoch, Jacob. Oh oh. Da kann ich doch nicht. Alles klar, so. Und weiter. Alles klar, jetzt nach rechts. Nach rechts, Junge. Ja, sehr schön. Ah, Kolle, du schaffst es. Bei der heiligen Lederjacke. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Na komm! Übertrag dich alle oder nicht! Übertrage die Steuerung! Mayday, Mayday, Mayday! Hier ist UCG Charon! Oh yeah, kann ich jetzt steuern? Negativ, UJC Charon. Keine Erlaubnis zum Wiedereintritt. Sorry, ich hab keine Wahl. Sinken rapide! Was sagt die Antigas? Sind schon auf Maximum! Wir schaffen es nicht! Wir schaffen es! Festhalten! Wir schlagen auf! Geschafft. Ich sagte doch, mach dir keine Sorgen. Hey, Max. Max. Max.
Warte, ich komme! Jacob! Ach du Scheiße! Junge, du brauchst einen Zahnarzt! Ach, Nick, auf mich gehört! Hey, komm schon! Erfasst. Setze Suche fort. Sag mal, in Sicherheit. Sind Sie der Pilot? Ja. Und er? Er ist tot. Dann brauchen wir nur einen. Okay. Bringen wir Sie heraus. Laut Verzeichnis transportieren Sie Ladung aus dem Hangar. Freelancer haben wir hier selten. Mach nur meinen Job. Das ist mir klar. Thermalregulatoren aktiviert. Das ist mein erster Absturz. Wir wurden geändert von... Lass mich los! Hier! Mal halbe Kraft voraus, Frachtflieger. Sie machen Ihren Job, ich nur meinen. Ja? Jawohl? Wie Sie meinen. Nimm ihn mit. Hey, was soll das? Hey! Ich hab nichts getan! The Callisto Protocol. Mit Kollega. Ausbruch. Was glotzt du so blöd? Ruhe! Es ist viel zu spät für den Scheiß. Okay, Gefangene reden nur, wenn sie gefragt werden. Hey, das ist ein Fehler. Ich heiße Jacob Lee. Ich bin kein Häftling. Du bist Häftling. 532-521. Und für dich bin ich Captain Ferris. Nein. Ich bin Frachtpilot. Ich wurde angegriffen von ihr. Sie ließ uns abstürzen. Mein erster Offizier ist tot. Egal. Anweisung des Wardens. Oh. Spricht man vom Teufel? Entscheidungen. Ihre Entscheidungen haben sie hergebracht. An diesen Ort. Der einzige Ort, an den sie wirklich gehören. Das ist Kollege. Um das zu finden, was ihnen gefehlt hat. Eine Bestimmung für ihr sinnloses Leben. Ich bin Warden Cole. Und wir werden es herausfinden. Willkommen in der Haftanstalt Black Island. Der letzte Teil ist das Schönste. Mir immer Gänsehaut. So, Endstation. Steh auf. Häftlinge, das war ein direkter Befehl. Das ist falsch. Ich gehöre nicht hierher. Hör zu. Weißt du, dass man Callisto den Toten Mond nennt? Tot. Das wärst du jetzt auch, wenn ich dich nicht aus dem Wrack gefischt hätte. Ich meine, verdammt, für alle anderen bist du praktisch tot. Es wird Zeit für etwas Neues. Denn du betrittst jetzt ein neues Königreich. Banger Music. Nein. Mein Königreich. Nein. Also, woran du auch immer festhältst, das ist dein altes Leben. Denn dein neues Leben lebt. Voll und ganz. In meiner Hand. Also erhebe dich, toter Mann. Hör mal, wie redest du mit dem Boss? Los geht's. Ah, hart am Lecken, Junge. Sie betreten die
UB-Haftanstalt Black Isle, eine Abteilung des UJC-Strafvollzugs. Begeben Sie sich unverzüglich zur Erstaufnahme. Hey, lass mich! Häftling 532-521. Ich bin Dr. Caitlin Mahler und gemäß Artikel 412 der UJC-Strafvollzugsordnung wird Ihnen ein Core-Gerät eingesetzt. Doktor, er ist nicht im System. Wir wissen Bereiten nicht... Bereiten Sie das Gerät vor. Ein Core-Gerät? Kann ich dann singen, oder was? Ja, und ich werde meine Pflichten auch gewissenhaft erfüllen. Halten Sie still, sonst machen Sie es nur schlimmer. Doktor, kein Herzschlag. Injektor. Das ist 1:1, Felix Blume, 1:1. Erkunde die Zelle. Es tut mir leid, dass ich zwischendurch immer lachen muss, aber Freunde, das ist guck mal das Bild da. Das ist unfassbar. Unfassbar, wie die Ähnlichkeit. Alter, und das Spiel ist so hart am Laggen, Freunde, aber es liegt nicht an der Auslastung. Wirklich, ich bin bei 50%. Also ich weiß nicht, ob das, falls ihr das Spiel auch habt, ob das bei euch auch so laggt, aber keine Ahnung, woran es liegt. Wird wahrscheinlich am Spiel liegen. So, was ist nun? Neuer Häftling. 532-521. Okay, das bin ich. Schön. Oh, was haben wir denn hier? Das sagt mir das Hologramm. Was super. Ja, stimmt das nicht. Flee. Oh mein Gott. Okay. Zugangshalle Zellenblock. Nächste Folge mache ich mal einen Untertitel an, Freunde. Habe ich ganz vergessen. Tja, wir sind jetzt hier im Hauptlager von Banger Music. Was hat der Fahrräder wieder angestellt? Hör mal, was ist denn hier los? Was ist denn los mit dir? Soll ich mal den Knastarzt rufen? Das ist doch nicht normal. Hör mal. Junge Fahrrad, wo bist du? Ich hab hier nicht mal ein heißes Getränk bekommen. Ah, Farid. Ja, grüße dich. Komm her. Ja, ich mache. Komm. Was zur Hölle geht hier vor? Ich weiß nicht, was hier vorgeht. Mein Schiff ist abgestürzt. Ich bin hier gelandet und als ich aufgewacht bin, war es so. Aber weißt du, du bist Pilot, oder?
Ich bin schon mein halbes Leben hier drin. Ich kenne mich aus, ich habe einen Fluchtplan. Wenn du mir hier raushilfst, helfe ich dir, okay? Benutz das, um in den Kontrollraum auf der anderen Seite der Brücke zu kommen. Dort kannst du meine Zelle öffnen. Ich bin übrigens Elias. Jacob. Nicht den Kopf verlieren, Jacob. Könnte dein Leben retten. Errungenschaft freigeschalten. Harte Zeiten. Okay, wir haben unsere erste Waffe. Dieser Augenblick musste ja kommen, Freunde. Das ist ein Überfall von Chimperator hier. Oh, Leertaste ist zutreten, alles klar. Also Freunde, wir müssen ganz sparsam mit Munition auch umgehen in diesem Spiel. So kann ich eigentlich auch zustechen mit dem Ding. Hör mal, was ist das für ein Empfang hier? Muss ich kurz das Lager wechseln, weil bei uns die Bodenheizung ausgefallen ist. Und dann das hier. Guck dir das an, Junge. Hör mal. Zack, Junge. Hätte ich dann eigentlich nochmal zurückgekonnt, weil oben war ja auch nochmal... Ist egal. VIP. Banger Imperium. A. D. Alles klar. Oha, Alter. Okay, wir müssen gucken, in welche Richtung die angreifen. Alter, das ist hart. Das ist echt hart. Zack, Junge. Nahkampfangriff, alles klar. Bam, Junge. Zack. Und zack. Alter, ich werde das sowas von verkacken später. Hätte ich ihn jetzt auch... Aber bist du Farid? Das ist Farid. Oh Gott. Komm her, Junge. Zack, Junge. Oh, scheiße. Ich muss... Okay. Zack, Junge. Bam. Nochmal, Farid. Was soll denn das? Ich dachte, wir wären Kumpel. Fleischwunde. Errungenschaft. Oh Gott. Nein, das war natürlich nicht der Farid. Entschuldigung. So. Alter, gucken wir an den Kolle jetzt. Das sollte reichen. Kehre zu Elias zurück. Tutorial. Nahkampfangriffen ausweichen. Halte A oder D gedrückt, bevor der Gegner angreift, um ihm auszuweichen. Es gibt kein Zeitfenster. Halte einfach A oder D gedrückt, bevor dich der Gegner trifft. Okay. Um einer Serie von Nahkampfangriffen auszuweichen, halte A gedrückt, wechsle dann zu D und halte es gedrückt, bevor der Gegner angreift und wechsle dann zwischen A und D hin und her. Weiche niemals mehr als einmal in die gleiche Richtung aus. Andernfalls wird die Sequenz abgebrochen. Jo. Alles klar. Zack, 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 Junge. Alter, wie war dem auch einfach den Arm ab? Freunde, ich freue mich so, ich freue mich so. Das wird richtig hart. Was ist, Kolle? Hat der mich gerade angeguckt, oder was? Hauptsache Spotlight funktioniert.
Tor geht nicht, die Konsole reagiert nicht. Da war was. Hat mich angegriffen. Und das war sicher kein Mensch. Was redest du? Ich weiß, was ich gesehen habe. Dieser Ort macht einen verrückt, aber das ist eine Chance. Was immer du gesehen hast, ist nur noch ein Grund abzuhauen. Siehst du den Wachturm? Ja. Das ist unser erster Halt. Wir treffen uns gleich. Wie? Der Aufzug ist da lang. Fahr hoch zur nächsten Ebene. Ich melde mich. Verstanden. Finde den Aufzug. Na? Wir zücken schon mal unser Hämmerchen. Unser Brecheisen. Guck mal da hinten. Nach hinten, um Angriff zu blocken. Okay, ich probiere mal kurz. Ja, prima. Komm, Junge. Komm her. Komm, greif mal an. Zack. Und zack. Und zack, Junge. Erster Arm ist weg. Zack. Bam. 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 Zack. Bam. Bam. Feierabend. Auf Leichen stampfen. Nachdem du einen Gegner besiegt hast, drücke die Leertaste, haben wir schon rausgefunden, um seinen Körper zu stampfen und Gegenstände zu erhalten. Hebe alle Gegenstände auf. Das habe ich jetzt natürlich vergessen. Zack. Callisto Credits. Nehmen wir mit. Können wir den auch freilassen hier? Komm. Verschlossen. Kommen wir hier durch? Nö. Jacob, hörst du mich? Ja. Wie? Ermöglicht 2-Wege-Funk mit einem Chor. Wenn man so lange hier ist, schnappt man ein paar Tricks auf. Alles klar. Kann ich die auch zerstampfen? Ich habe gesagt, du sollst auf die Goldkette gucken. So, meine Anzeige... Oh, meine Anzeige ist übrigens gelb geworden. Das ist doch mein Leben, oder? Ist natürlich nicht so prickelnd. Speicherpunkt. Ah, grüß dich, meiner. Scheiße. Oh, oh, oh. Zack, Junge. Weg mit dem Arm. Zack. Und in die Fresse. Und in die Fresse. Und in die Fresse. Alter Falter. Und bam. Gesundheit. Nice. Sehr schön. Sehr schön. Nehmen wir also sofort. Können wir aber bestimmt auch im Inventar dann auswählen, oder? Arsenal. Was haben wir denn hier noch alles? Und wie kann ich hier durchskippen? Ausbruch? Ich würde gern... Gesuchte Person, Fracht und so? Komme ich da noch nicht hin, oder was? Okay. Klinge. Die Frage ist, die ist wahrscheinlich nicht so krass wie der Hammer. Deswegen, ich bleib mal bei dem Hammer. Und dann würde ich sagen, Freunde, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns morgen dann zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao.